Hallo Freunde des Klemmbausteins und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Lego News, Freunde. Heute mit den vielleicht besten Lego News, die ich euch bisher präsentiert habe. Alle Bilder, die ihr in diesem Video seht, findet ihr auf der Internetseite Stone Wars, der besten Lego- oder Klemmbaustein-Internetseite, die es gibt. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, ich labere gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Wir starten rein. Und zwar geht es heute rund um das Thema Lego Avengers bzw. die Lego Infinity Saga Sets. Ich bin aufgeregt, denn die Sets sind mega. Ihr werdet sie gleich alle zu Gesicht bekommen und ich würde sagen, wir starten rein. So, und wir fangen an mit der 76186. Den Black Panther Dragon Flyer für 19,99 € enthält 3 Minifiguren. Das Release-Datum wird voraussichtlich am 1. Juni 2021 sein. Das Set hat gut 200 Teile, um genau zu sein 202. Ja, auf den ersten Blick natürlich sieht es sehr, sehr schön aus. Gerade für 20 Euro einen kleinen Fighter sowie 3 Minifiguren Black Panther im 20-Euro-Set gab es, glaube ich, noch gar nicht. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr schönes Set. Auch der Flieger an sich, der gefällt mir sehr, sehr gut vom Look her. Hoffentlich ist die Scheibe, das, was man darauf sieht, eventuell ein Print. Auch die Minifiguren sehen ziemlich aufwendig aus. Ich glaube, die rechte Minifigur hat sogar eine Beinbedruckung, wenn ich das hier richtig erkennen kann. Und ihr werdet auch noch gleich auf einem weiteren Bild sehen, dass man den Fighter, glaube ich, noch irgendwie anders klappen kann. Ja, also ich denke, für 20 Euro ist das ein fairer Deal. Gerade wenn ihr ja wisst, dass es auch noch Lego-Rabatte gibt, wird der bestimmt, da seht ihr es nochmal mit dem Klappen, bestimmt an die 15 Euro laufen. Ich finde auch das Layout der Box sehr, sehr schön von der sogenannten Infinity-Saga. Aber das zieht sich hier durch das gesamte Video, durch alle Sets quasi. Und ja, also ein sehr gelungenes Set in meinen Augen für 20 Euro, auch ein sehr, sehr fairer Preis. Und ich würde sagen, wir machen mit dem kleinsten Set weiter. Und zwar mit einem 4-Plus-Set. Und zwar der 76189 Captain America and Hydra Face Off. So heißt das Ganze. Das Set hat eine UVP voraussichtlich von 9,99 €, enthält hier 2 Minifiguren, wie ihr auch das schon sehen könnt, und erscheint ebenfalls wahrscheinlich am 1. Juni 2021. Ja, das Set hat voraussichtlich wahrscheinlich 49 Teile und hat eine Altersempfehlung von 4+, wie ihr es eben auf der Verpackung sehen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für 9,99 € so ein Captain America, oh, das würde ich mir nicht entgehen lassen. Klar, es gibt noch den Captain America Mech, glaube ich, aber da finde ich das Set ein bisschen cooler, gerade weil er hier noch die Maske und sein Schild dabei hat, plus ein, ja, Hydra wahrscheinlich mit Agent steht, glaube ich, auf der Verpackung, ja. Und deswegen denke ich, ist es auch ein schönes Set, auch mit dem Motorrad. Ich glaube, da kann man definitiv als Lego-Sammler nichts falsch machen. So, machen wir weiter mit der 76190. Dem Iron Man Monger Mayhem oder wie auch immer für eine UVP von 39,99 €, enthält ebenfalls 3 Minifiguren, erscheint voraussichtlich auch am 1. Juni 2021, hat 479 Teile. Ja, ich muss sagen, hier sind ja Pepper Potts drin, Iron Man und Obdian Stane heißt der, glaube ich. Und ich muss sagen, das war so das erste Set aus dieser Welle, was mich vom Hocker gehauen hat, so ein bisschen, weil dieser Mech sieht einfach ziemlich bedrohlich, aber auch gleichzeitig cool aus. Und passt so ein bisschen in die Mech-Reihe, die Avenger ja schon durch die Jahre begleitet. Und ja, also denke ich, ein sehr, sehr gelungenes Set. Werden wir dann sehen, wie es auch dann tatsächlich sein wird. Aber ich glaube, Obdia Stane war noch nie in einem Set drin. Ich bin nicht so tief drin in der Avenger-Materie. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr Infos zu habt. So, kommen wir nun zu dem ikonischsten Set wahrscheinlich aus dieser Reihe, und zwar der 76191, dem Infinity Gauntlet für 69,99 €. Es enthält leider keine Minifiguren, erscheint aber am 1. Juni 2021, enthält 590 Teile und hat eine Altersempfehlung von 18+. Passt natürlich zu der Star Wars Helmreihe, aber ich muss sagen, dieses Set sieht einfach grandios aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann in real aussieht, und ich muss tatsächlich überlegen, ob ich mir es kaufe. So, jetzt kommen wir zu einem wiederum sehr, sehr guten Set. Und zwar der 76192, dem Avengers Endgame Final Battle für 89,99 €, enthält 8 Minifiguren, erscheint am 1.6.2021, enthält 527 Teile. Ja, hier sind unter anderem drin Thor, Captain America, The Black Panther, Iron Man, Scarlet Witch, Ant-Man, ein Chitauri-Krieger, Thanos. Also wirklich alles, ein kleiner Van, kleines Gebäude.
Dieses Set sieht richtig, richtig cool aus. Ich muss sagen, ihr habt das wahrscheinlich auch im Titel gelesen. Lego ist gerettet, Fragezeichen oder beste Avenger-Reihe ever. Denn die Sets sind mega cool. Aber wenn ihr jetzt schon vom Hocker gefallen seid, dann setzt euch nochmal rauf, denn ihr werdet definitiv nochmal runterfallen. Wenn ihr, glaube ich, das letzte Set dieses Videos sehen werdet. Ich glaube, es ist das letzte. Aber auch das sieht echt cool aus. Gerade der Van, der sieht schon, der hat schon was in meinen Augen. Und auch hier mit dem Gefängnis da auf der Rückseite, was ihr da seht von Thanos. Ja, ich denke, das ist ein richtig schönes Spielset. Für 90 Euro und 8 Minifiguren kann man sich nicht beschweren. Gerade wenn es die Lego-Rabatte mal wieder geben sollte, dann wird das Set vielleicht auch für 70, 65 Euro um den Dreh laufen. Und da kann man sich wirklich bei 8 Minifiguren gar nicht beschweren, zumal die alle sehr, sehr gut und auch sehr, sehr schön sind in meinen Augen. So, kommen wir zu dem besten Set in dieser Serie und ihr seid wahrscheinlich wieder vom Hocker gefallen. Und zwar der 76139 The Benatar oder The Guardianship, wahrscheinlich auch Milano genannt, für 149,99 Euro, enthält 6 Minifiguren, erscheint auch am 01.06.2021 und hat 1901 Teile. Das Set ist Zucker, weil es ja auch auf einem Sockel steht, wie ihr sehen könnt. 25 cm hoch, wahrscheinlich 36 cm in der Länge und Achtung, fast 60 cm Flügelspannweite. Hier sind drin der Star-Lord natürlich, Rocket, der kleine süße Waschbär, dann Groot, Thor, Mantis und ein Chitauri-Krieger. Oh Mann, es gab schon zwei Ausgaben von diesem Set, aber das ist mit Abstand die allerbeste. Und das Ding wird den Weg in meine Lego-Sammlung mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit finden, wenn da nicht irgendwas dazwischen kommen sollte. Weil ich finde, sag doch mal ganz ehrlich, das Ding sieht doch mega, mega gut aus. Es gab schon zwei Ausgaben von dem Milano davor, aber ich finde, das ist die allerbeste, auch vom Design her, dann mit dem Sockel. Ach, ich komme hier nur ins Schwärmen, merkt ihr schon. Ja. Schreibt gerne eure Meinung zu all diesen Sets bzw. zu diesem Set in die Kommentare. So, das war's für heute mit den Lego News. Und oh Mann, ich muss sagen, das ist, glaube ich, vielleicht die beste Avenger-Reihe, die wir seit Jahren hatten. Ja, schreibt, wie gesagt, alles eure Meinung dazu in den Kommentaren. In die Kommentare, besser gesagt. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Vielen, vielen lieben Dank auch für die 200 Abonnenten. Und ja, bis dahin, wie immer, gerne kostenlos unten abonnieren und ciao.